Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio Space Age, zweite Folge. Letztes Mal haben wir es gerade noch geschafft, hier unsere Fabrik für rote und grüne Fläschchen aufzubauen. Und ich denke, vielleicht sollten wir auch ein paar mehr Labore platzieren, denn wir können auch hier die Assembler auf die nächste Stufe ausbauen, und vielleicht müssen wir dann auch ein paar schnellere Greifarme hier einführen. Aber das Ziel für heute ist Ölverarbeitung und damit dann auch die Wissenschaftspakete für Chemie, aber ich glaube, da sind wir noch etwas entfernt, und wahrscheinlich schadet da etwas Geschwindigkeit bei der Forschung nicht. Und wie ihr seht, bin ich da einiges am Bauen, am Basteln. Und wir werden da mal durch ein paar Forschungen durchgehen, so dass wir wahrscheinlich die Militärforschung und die Chemieforschung haben. Und dann können wir von da aus dann auch Ölverarbeitung einsteigen. Genau. Der erste Schritt funktioniert einfach über das Fördern von Öl. Gut zu wissen. Ich habe mir einen fahrbaren Untersatz gebaut, damit ich schneller rumkomme. Und habe diesen auch schon mal benutzt, um hier die Alien-Nester, die ich aufgedeckt habe, zu beseitigen, sodass sie uns nicht belästigen. In der Zwischenzeit habe ich auch ein paar Förderpumpen. Was wir wahrscheinlich noch brauchen, ist ein paar große Strommassen für den Strom. Ein paar Tanks und dann wollen wir da mal zu einem der beiden Ölfelder hingehen, die wir aufgedeckt haben. Es hat noch Klippen da in der Gegend und dann können wir hier unsere Pumpen platzieren. Gegeneinander machen. So. Und dann das hier. So dann. Und dann den Strom. Und da brauchen wir dann wahrscheinlich noch ein paar kleine Masten und definitiv mehr von den Rohren. Ich hoffe, die großen Strommasten langen mir. Aber wir werden sehen. Und sobald wir da dann etwas Öl gepumpt haben,
sollten wir auch die entsprechende Forschung entsperrt haben, welche uns da dann die ganze Ölverarbeitung freigibt. Und ich hole mir hier etwas Eisen, damit wir hier ein paar mehr Rohre bauen können. Und dann werde ich da mal etwas Öl einlagern. Es hat da gar nicht viel gebraucht für die Rohölverarbeitung und damit können wir uns jetzt hier ein paar Raffinerien leisten. Chemiefabriken brauchen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, aber wahrscheinlich ein paar mehr Tanks. Und denke, die Ölverarbeitung, die werden wir dann auch gleich hier oben machen, wo wir massenweise Wasser haben. Und da drüben haben wir ein zweites Ölfeld. Und da unten haben wir Kohle, so dass wir mit etwas Förderbändern können wir hier Öl- und Plastikverarbeitung hinbekommen. Da haben wir doch unsere schöne kleine Raffineriefabrik. Und wenn wir jetzt hier unten noch Kunststoff herstellen, können wir so eng zusammenstellen. Und dann zwei auf der anderen Seite. Machen wir dann so. Dann Eingang, Eingang, Ausgang, Ausgang. Und Ausgang, Ausgang, Eingang, Eingang. Und wo bekommen wir Strom her? Und dann brauchen wir hier. Da machen wir das so. Und so. Und da haben wir unseren Kunststoff. Und wir haben bereits recht viel von der Forschung durch, die wir nur mit Rot und Grün machen können. Ich habe auch schon die Forschung für Militär und die Wissenschaftspakete. Und soll ich Schwefel auf einem Band rübernehmen? Oder ich denke, für den Moment machen wir das in Pipes, in Rohren, so dass wir Schwefel in unserer Basis hier unten irgendwo produzieren können, so dass wir alles Nötige für die Chemieverarbeitung haben. Und wie ihr hier sehen könnt, habe ich bereits ein Setup hingepflastert für die Militärforschung, die dann hier oben rauskommt. Und da irgendwo dazwischen werden wir auch noch die Chemie reinpacken, so dass wir Chemie und Militär auf ein Band legen können und dann das Ganze auch in unsere Labore. Ich bin dabei, hier das Setup für unsere Chemie-Wissenschaftspakete
fertig zu bauen. Da fehlen noch einige Elemente, aber zumindest die Ressourcen sollten wir alle haben. Wir haben Plastik da, wir haben Schwefel da, und der Rest ist auch irgendwo rum. Was wir sehen ist, wir könnten etwas mehr Eisen brauchen, aber vielleicht eine zweite Schmelze oder Stahlschmelzen. Wir werden sehen, denn zuerst möchte ich das hier anschließen und dann mit der weiteren Forschung starten, wie zum Beispiel Umspannwerke. Die sind dann richtig nützlich. Und wie wir hier sehen können, hier haben wir eine Forschung, die ist neu. Da geht es um Qualitätsmodule, und mit Qualität können wir gewisse Eigenschaften von unserer Produktionspipeline verändern, soweit ich das verstanden habe. Wir werden sehen, wie das dann effektiv funktioniert, und zumindest nach meinem Verständnis hat das auch eine Komponente von Zufälligkeit mit drin, ob wir da eine, wenn wir die Qualitätsmodule verwenden, dass wir da dann auch was rausbekommen, das besser ist, und das besser ist in der Art und Weise, wie wir das wollen. Wir werden das sicher ausprobieren. Mit unserer Expansion der Fabrik habe ich auch hier unsere Power, unsere Stromversorgung etwas ausgebaut. Momentan sieht es so aus, als könnten wir da gerade so Schritt halten. Aber ich denke, sobald wir da dann die nächsten mit anschließen, dann wird's nicht mehr ausreichen. Und natürlich habe ich zu wenig Eisen, um die Dampfkessel herzustellen. Aber wie wir sehen können, haben wir blaue Fläschchen am Start, und wir sind derzeit nichts am Forschen. Aber das können wir ändern, und zwar die Umspannwerke interessieren mich, denn wenn wir ein solches Umspannwerk haben hier, dann können wir hier auch gleich noch die Militärforschung aufs gleiche Band legen und sind dann recht flexibel mit dem, was wir erforschen und in welche Richtung wir gehen. Ich bin dabei, hier etwas Ziegelstein zusammen, so dass wir hier ein Upgrade machen können mit den Stahlöfen. Wie heißen die? Hochöfen. Damit wir hier doppelt so schnell unser Eisen rausbringen, und das sollte dann ein volles gelbes Band dafür ausreichen, und das sollte zumindest für das, was wir momentan benötigen, hinreichend sein. Aber wie es immer so ist in Factorio, das ist letztendlich einfach eine Frage der Zeit, wie lange die Ressourcen reichen und wann wir den nächsten Ausbauschritt machen müssen.
Und so bringen wir auch die Militärforschung an den Start. Momentan habe ich noch keine eingereiht, denn da gibt's noch einiges ohne Militärforschung, was ich mir anschauen möchte. Aber dann wird es doch in die verschiedenen Aspekte von der Militärforschung reingehen, denn wir wissen, dass die Aliens sich auch weiterentwickeln und mit den Änderungen, die, glaube ich, auch im Base Game enthalten sind, werden auch die Spawner stärker mit der Zeit, nicht nur die Aliens. Und hier sehen wir, da haben wir im Außenbezirk ein paar Nester, hier unten auch eins, und ich denke, ich werde da mal rumgehen bis zum nächsten Mal, um da etwas aufzuräumen, denn wenn wir weiter expandieren, werden wir mehr Umweltverschmutzung generieren. Und der Idealfall ist eigentlich, dass wir keine Alien-Nester in unserem Verschmutzungsbereich drin haben. Denn dadurch können wir den Evolutionsfaktor der Aliens verlangsamen. Und wir können so besser Schritt halten, können uns auf die Forschung und auf unsere Fabrik konzentrieren und müssen nicht ständig fürchten, dass uns die Aliens auffressen. Aber das war's für heute von der zweiten Folge. Bisher hat sich noch nicht allzu viel geändert hier in Spaced Out. Wir haben gesehen, ja, es gibt da ein paar andere Forschungen, die wir uns dann anschauen müssen. Aber das passiert ein andermal. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!